Oho, ein begeisterter Zuschauer hat seinen Weg auf mein Video gefunden. Hallo, werte Dame oder werter Herr. Heute soll es in der Wissensshow darum gehen, wie man besonders erfolgreich auf YouTube wird. Ich mit meinen knapp 10.000 Abonnenten weiß natürlich bestens Bescheid, wie so ein kleiner Wurm wie du ganz schnell berühmt wird. Nun gut, herzlich willkommen zu der, nun sagen wir, eher ungewöhnlichen Ausgabe von Lexis Wissensshow. Wie werde ich auf YouTube berühmt? Aus Zeitgründen beziehe ich mich hier nur auf den Videospielbereich. Noch genauer auf die sogenannten Let's Player. Bevor wir mit der ersten Lektion anfangen, betrachten wir noch einmal ganz kurz den Begriff Let's Play. Was bedeutet das überhaupt? Nun, der Begriff setzt sich aus insgesamt drei englischen Wörtern zusammen. Let, Us und Play. Abgekürzt wird das Ganze mit Let's Play oder LP. Leute, die ein Video veröffentlichen, in dem sie die ganze Zeit mit sich selbst oder mit Gastkommentatoren reden, bezeichnen sich gerne als Let's Player. Ob diese Bezeichnung für eine Person, die nur alleine spielt, Sinn macht, da diese Person ja alleine spielt, also quasi ein Let Me Play aufnimmt, sei mal dahingestellt. Bevor ich mich hier in wilden Schimpfkaskaden verliere, beginnen wir lieber ganz schnell mit der ersten Lektion. Lektion 1 – Der Name. Bevor man sich mit dem Videocontent auseinandersetzt, gilt es, die erste Hürde zu nehmen. Es gibt einfach nichts Wichtigeres, als den richtigen Namen zu wählen. Hier sehen Sie einmal zwei Negativbeispiele, wie man einen Namen nicht gestalten sollte. Die beiden Namen sind Lex Aquifolium und Kawairio. Wieso diese Namen so schlecht geeignet sind, analysieren wir gleich. Wir basteln uns zunächst einen perfekten Namen für unseren YouTube-Kanal. Zunächst brauchen wir das obligatorische LP im Namen. Sucht man auf YouTube ein Let's Play zu einem Spiel, dann schaut man es sich doch viel lieber bei einem Nutzer an, der diese Zeichenkette im Namen hat. Weiterhin benötigen wir noch einen gewissen Klang in unserem Namen. In den 90ern war beispielsweise noch Deathchild oder Totenhosenfan 83 total angesagt. Diese Namen sollten aber heutzutage auf YouTube unbedingt vermieden werden. Für die Namensgebung stehen hier nun verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Entscheiden Sie sich beispielsweise für ein Wort aus einer Sprache, die fast niemand spricht. Ein Wort, das sich relativ cool und intelligent anhört. Achtung hierbei, das Wort sollte nicht wirklich schwer auszusprechen sein. Das Wort Dunkelheit heißt beispielsweise im Lateinischen Obscuritas. Jetzt setzen wir noch ein LP dazu und haben den klangvollen Namen Obscuritas LP. Eine andere Möglichkeit ist, ein Mister vor seinen realen Namen und ein LP hinter seinen Namen zu schreiben. Ganz wichtig bei dieser Methode ist das Geburtsjahr. Vergessen Sie auf keinen Fall, Ihr Geburtsjahr mit in den Namen zu schreiben. So wird aus dem 13-jährigen Kevin ein Mr. Kevin LP 01. Bevor wir zu Lektion 2 kommen, betrachten wir noch eben unser Anfangsbeispiel. Wie der aufmerksame Zuschauer bestimmt schon bemerkt hat, gibt es zwei Sachen, die an diesen Namen schlecht sind. Zum einen sind beide Namen relativ schwer zu lesen. Der Otto-Normaldeutsche mag es einfach nicht, wenn ihm seltsame Buchstaben folgen oder sogar japanische Schriftzeichen unter die Nase gehalten wird. Dazu kommt, dass das obligatorische LP im Namen fehlt. Eine geeignete Alternative für Lex Aquifolium wäre somit beispielsweise Aqui LP oder Mr. Lex 93 LP. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben soeben den ersten Schritt gemeistert, ein erfolgreicher YouTuber zu werden. Lektion 2 – Der Content. Viele Leute, die sich einen neuen YouTube-Kanal erstellt haben, stehen vor dem Problem, dass sie einfach keine passenden Spiele finden, die sich gut Let's Playen lassen. Dabei sehen sie den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der Markt ist quasi überfüllt mit Spielen, die sich grandios dafür eignen. Wir führen an dieser Stelle den Neologismus Let's Playbar ein und definieren ihn folgendermaßen. Ein Spiel ist gut Let's Playbar, wenn folgende Faktoren gegeben sind. Das Spiel hat eine packende Story, über die im Video viel gesprochen werden kann. Das Spiel besitzt entweder eine wunderschöne Grafik oder einen wunderschönen Soundtrack. Das Spiel ist abwechslungsreich, schnell und spannend, damit sich Spannung aufbauen kann. Das Spiel lädt dazu ein, fröhlich in den Kommentaren zu diskutieren. Ein Spiel, welches alle Punkte bis in das kleinste Detail erfüllt, ist zweifelsohne Minecraft. Hier kann man über eine Folge eine unglaubliche Spannung aufbauen, die kein Kinofilm auf dieser Welt toppen kann. Über die Grafik müssen eigentlich keine Worte verloren werden. Diese ist nämlich bis in den letzten Pixel perfekt durchdacht und in das Spiel implementiert. An dieser Stelle führe ich Ihnen einmal vor, wie ein gutes Minecraft-Let's Play auszusehen hat. Hallo zu einer
Hallo zu einer neuen Folge von Minecraft. Letzte Folge haben wir dieses unglaublich schöne Haus gebaut, wozu wir im Wald des Verderbens Holz gesammelt haben. Und in dieser Folge möchte ich mir endlich eine Steinspitzhacke bauen. Und damit wir dies tun können, brauchen wir natürlich erst einmal Steine. Dazu müssen wir mit unserer unglaublichen Hand des Todes auf diesen Stein schlagen. Wer einfach nicht mit diesem Spiel warm werden kann, der sollte sich aus dem Meer voller virtueller Bespaßungsgüter natürlich einen anderen Fisch ans Land ziehen. DayZ, The Sims, Cube World, all das sind Spiele, die sich wahnsinnig gut für ein Let's Play eignen. Ganz kreative Köpfe versuchen allerdings ein noch relativ unbekanntes Spiel zu Let's Playen. Ein Spiel, was wahrscheinlich erst in den folgenden Monaten so richtig gehypt wird. Die perfekten Beispiele sind ganz eindeutig der Goat Simulator und Garry's Mod. Momentan wird dieses Spiel von knapp 3 oder 4 Leuten gespielt. Wenn der große Boom allerdings kommt, dann werden diese Personen ungeheuerlich berühmt. Wissenschaftler sprechen hierbei über die sogenannte Gronkh'sche Vorhersagemethode. Warum das so ist, sieht man ja ganz gut an Minecraft. Ein letzter sehr, sehr wichtiger Punkt ist die Darstellung der Videos auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Seit einigen Jahren ist es auf YouTube möglich, einem Video ein kleines Vorschaubild zu geben, das sogenannte Thumbnail. Kombiniert man dieses Thumbnail mit einem richtigen Videotitel, dann steigen die Aufrufezahlen um das Vierfache. Hierbei gilt die Regel des sogenannten YouTube-Kiddies. Zeigt das Thumbnail möglichst viel nackte Haut und hört sich der Videotitel nach 6 an, dann wird das Video gerne angeschaut. Nehmen wir wieder als Negativbeispiel den Kanal von Lex Aquifolium, der sich hoffentlich in der Zwischenzeit zu MrLex93LP umbenannt hat. Seine Videos haben weder Thumbnails noch passende Videotitel. Vor der Bearbeitung sieht das Detektiv Con Let's Play also so aus. Nach einer Bearbeitung der Experten bekommen wir allerdings folgendes Ergebnis. Diese Videodarstellung ist einfach brillant. Sie hat alles, was man braucht. Nackte Haut, sinnlose Titel, Hoffnung auf Gewinne. So und nicht anders müssen Sie Ihre Videos auf YouTube präsentieren. Wenn Sie nun alles verstanden haben, dann haben Sie nun endlich die Grundlagen für einen erfolgreichen Kanal auf YouTube erlernt. Zum Abschluss gebe ich Ihnen noch einen ganz, ganz kleinen Tipp. Merken Sie sich die Sprichwörter Quantität vor Qualität und 6 Herz. Danke, dass du so lange durchgehalten hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen kleinen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, naja, dann würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du schon mal hier bist, dann kannst du auch gerne die letzte Folge der Wissensschau anschauen. Dort ging es um die verschiedenen Wesen von Pokémon und um den Begriff Maximalwerte. Also denn, bis zum nächsten Mal.